Wer in Heilbronn einen Wengerter sucht und keinen findet, der ist blind. Weinbau hat in Heilbronn 800-jährige Tradition. Und seit 1545 mit der Rebschere auf Du und Du ist die Familie vom Weingut G.A. Heinrich. Riesling, Weißburgunder, Trollinger, Lemberger, Schwarzriesling. Zwei junge Brüder übernehmen im Sommer. Björn Heinrich ist fürs Marketing zuständig. Lauter regionale Spezialitäten, vom leichten Sommerwein bis zum kräftigen Burgunder. Bei uns finden Sie auch keinen Merlot oder Shiraz, das brauchen wir nicht, weil wir haben hier Rebsorten, die seit über 100 Jahren wachsen und da konzentrieren wir uns drauf und holen das Beste draus raus. Super. Danke. 12 Hektar Rebfläche rund um Heilbronn. Die Suche nach dem Weinmacher des Hauses Heinrich ist dennoch erfolgreich. Winzer zu werden, war für den Weinbauingenieur und Önologen Tobias eine Herzensentscheidung in der x-ten Generation. Hallo, Tobias Heinrich. So, hallo, willkommen. Wunderbar, der Bruder schickt mich. Prima. Ja, hallo. Also, wir sind im Gewann Wollendieb. Genau. Und wie ich sehe, sie schneidet auf zwei Ruten oder auf eine? Eigentlich eine, aber wir lassen eine als Ersatz da. Man nennt es auch Froschtrute, aber hier in der Lage kommt sicher kein Frosch her. Aber der Lemberger vor allem, der neigt gern zum Schlenzen, zum Brechen, wenn man denn dann runterbiegt. Und da das häufig vorkommt, da lassen wir einfach einen Ersatz stehen, den man dann im Zweifelsfall nachbiegen könnte. Aha. Aber spätestens am Austrieb kommt sie dann weg. Die Geschichte vom Wollendieb? Ein Fuhrmann hat den Erlös verkaufter Wolle schlichtweg versoffen. Der Lemberger aber ist Heinrichs Bester und liegt wie alle Schätze im Weinkeller. Wir gucken ganz klar, dass wir in eine kühle, in eine elegante Stilistik gehen. Wir wollen nichts Fettes, wir wollen nichts Brachiales, sondern wirklich animierende Weine, die auch Ecke und Kante haben dürfen, die Charakter haben. Also wenn man so einen Wein dann halt mal ein paar Jahre liegen lässt, dann kommt auch der innere Wert mehr zum Vorschein. Ja. Und Sie selber sind ja auch ein hiesiges Gewächs. Also Sie haben ja auch Ihr Bodengefährtle hier. Was bedeutet Heilbronn für Sie? Heilbronn ist natürlich Heimat, logischerweise, und Heilbronn ist für mich Lemberger. Heilbronn ist nicht unbedingt die schönste Stadt, muss man auch ganz ehrlich und unverblümt sagen. Aber sie ist ehrlich, also man sieht halt, die Straße spiegelt das wieder, wie Heilbronn ist. Weswegen ich mich auch hier befinde und mich hier wohlfühle und auch hier bleibe. Ja. Der Wein in Heilbronn ist auch hier zu Hause. Das frühere Wohnhaus der Familie Feist ist jetzt Weinvilla. Und Vater Martin Heinrich hatte die Idee dazu. Heidenei, merkt ihr was? So konnte man auch mal wohnen. Martin Heinrich, das sieht ja alles ganz perfekt und schön aus. Heieiei. Und diese Weinvilla, die ist jetzt praktisch euer, also der Wengerter von Heilbronn, ihr Refugium. So kann man sagen, seit dem Januar 2000 sind wir stolze Pächter von diesem schönsten Haus Heilbronns. Wir sind 15 Wengerter, selbstvermarktende Weingüter und die Genossenschaftskellerei und versuchen hier dem Kulturgut Wein das adäquate Forum zu bieten. Tradition heißt ja nicht, die kalte Asche aufbewahren, sondern die Glut am Leben zu erhalten. Und hier ein kleiner Hauch Sauerstoff und schon ist die Flamme wieder erkennbar. Und da kann man dann dem Wein richtig schön in das Licht drücken, wo man gerne hätten. Alle Winzer samt Genossenschaft sind hier auf gleicher Ebene vertreten. Martin Heinrich, jetzt sind wir ja praktisch im Erdgeschoss. Hier kann man essen, hier kann man auch den Wengerter hinter der Theke erleben. Jawohl, das macht Spaß. Und man kann dann auch die Vielfalt des Heilbronner Weins darstellen. Nach dem Motto, andere Mütter haben ja auch schöne Töchter. Und da tut man einfach aus vier verschiedene Keller, vier verschiedene Trollinger oder Rieslinge probieren lassen. Und da kann man eine Story dazu erzählen. Und das fasziniert die Interessierte, weil man dann doch ein bisschen über das Tellerrand hinausschaut. Und das ist Weinvilla. Wein verbindet eben alle Heilbronner.